Guten Abend. Guten Abend, gute Nacht für euch alle. Heute wieder aus Bern, immer noch aus Bern, aus dem roten Zimmer. In der Nacht ein bisschen beleuchtet hier. Also ein bisschen Bühnenlicht brauchen wir natürlich, ist ja klar. Nach einem heißen Tag, wieder einem heißen Tag, der aber ein bisschen abgekühlt werden konnte durch ein Bad in der herrlichen Aare. Runtertreiben lassen. Die Körpertemperatur sinkt langsam und dann steigt man aus, läuft den Hang wieder hoch in die Stadt und ist wieder warm. Das ist natürlich großartig. So, und morgen geht es in die Berge, die man hier aus Bern natürlich immer schon sieht in der Ferne. Und manchmal sind die so nah durch den Föhn, dass man denkt, man kann sie anfassen. Das ganze Panorama vom Berner Oberland, ja, Birchhorn und Eiger, Mönch, Jungfrau, Blümlisalp. Also unfassbar, unfassbar. Das sieht ein bisschen so aus, als würden die Techniker vom Berner Stadttheater so eine Kulisse hinschieben. So. Bitte schön, ihr habt ja die Berge und ach, jetzt sind mal ein paar Wolken, wir machen mal ein paar Wolken noch von oben. Also unglaublich. Die oberen Spitzen waren heute ein bisschen verhangen und morgen fahren wir in Richtung Blümlisalp, also Fuße der Blümlisalp, Grisalp wollen wir mal ein bisschen wandern und es soll aber nur 17 Grad werden und gewittern. Also wie das im Gebirge so ist, wenn es sich so lange aufgeheizt hat, puff, zack, geht es los. Wir sind vorsichtig, versprochen. Wir überschätzen uns nicht. Am Ende bleiben wir sitzen im Restaurant bei einem Latte Macchiato und gucken uns das Schauspiel von dort an. Mal sehen. Jedenfalls bin ich fündig geworden, was die Gedichte betrifft und den Sommer heute bei Hermann Hesse, der ja in der Schweiz gelebt hat. Viele, viele Jahre. Und dort auch gestorben ist, in Montagnolo, im Tessin. Und er hat sich auch mit den Bergen beschäftigt, logisch. Gedichtmäßig habe ich dann nichts gefunden oder noch nichts gefunden bei ihm. Aber er hat sich mit dem Sommer beschäftigt. Und er hat es überschrieben mit, wenn des Sommers Höhe überschritten. Und ja, da hat er schon recht, das stimmt ja. Denn diese langen Nächte, die eigentlich... Diese kurzen Nächte und die langen Tage, die sind jetzt schon vorbei. Also, dass es kaum dunkel wurde oder so spät, das ist jetzt schon ein bisschen anders. Zack, ist es dann doch dunkel und auch schon ein bisschen kühler hier in Bern in der Stadt nicht. Da hat sich so aufgeheizt und das bleibt auch in der Nacht so. Aber dort oben soll es nur 17 Grad sein. Komisch. Mal sehen, was da so wird. Die lange Hose werden wir wahrscheinlich mitnehmen. Wenn des Sommers Höhe überschritten. Weiße Fäden in den Hecken wehen, schwer bestaubt am Weg die Margeriten mit gebräunten Sternen müde stehen. Letzte Sensen in die Felder gehen, wird aus Müdigkeit und Todeswille über allem eine tiefe Stille. Will Natur nach so gedrängtem Leben nichts mehr tun als ruhen und sich ergeben. Durch die große Trockenheit sieht es ja überall schon so aus. Mal mehr, mal weniger. An der schönen Aare geht's noch. Da ist alles sehr, sehr grün. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen aus den Bergen. Ciao.